Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Deponia, The Complete Journey in Goodbye Deponia. Oh ja, oh ja, oh ja. In der letzten Folge haben wir den lieben Hermes kennengelernt, der uns so ein bisschen was über seine Arbeiten mit den Klonmaschinen erzählt hat, dass er uns öfters schon geklont hat und dass wir eigentlich auch Prototypen, also ein Prototyp sind, genauso wie Cletus und Argus, also den Amtmann vom Organon. Wenn ich doch nur wüsste, was der Kerl mit dir vorhatte. Das Spiel ist noch nicht vorbei. So, wir haben jetzt hier Goal gefunden, die hier bewusstlos oder tot liegt. Und wir werden jetzt erstmal mit Hermes reden, weil der irgendwie, Warte, du's nicht! Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! So ein Scheißdreck. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, wir müssen ihn klonen, oder? Okay. Und wenn wir jetzt zurück zum Klonlabor gehen, können wir nichts machen. Dann gehen wir wieder zum Innenhof. Dann gehen wir zum Domizil. Können wir raus? Das wollte ich nicht. Bohnen. Auf dem Sack steht Sojabohnen. Aber drin sind nur so weiße Kügelchen. Vermutlich eine Kakerlakenkolonie. Ich habe doch mal irgendwo gelesen, dass Insekten auch Eiweiß enthalten. Vielleicht habe ich soeben doch eine Zutat für die Klonmaschine gefunden. Ich habe doch nichts gemacht, aber gut. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt vorhattest. Ich gehe jetzt erstmal runter. Und... Noch ist nicht aller Tage Feierabend. Okay, in die Fabrikhalle. Toter Mensch. Wenn ich diese Anzeigen hier richtig deute, geben sie Auskunft über den Füllstand der Maschine. Okay, okay. Können wir dann irgendwie das da reinfüllen? Unter Eiweiß? Ob das hier wohl eine der fehlenden Zutaten ist? Oder... Ob das hier wohl eine der... Warte, hier haben wir Wasser. Ob das hier wohl... Ja, wo tue ich denn das rein? Da, in den Trichter. Na, ob das wirklich noch gut ist? Naja, das sollte... Ah, ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Eigentlich ja, das ist doch ganz gut. Und dann haben wir hier doch noch Olivenöl. Können wir das ein bisschen Öl sollte ich mir aufsparen. Es ist eh nicht genug Fett, um Goal wiederzubeleben. Aber nicht, dass ihr der erzählt, dass ich das gesagt habe. Was ist, wenn ich dann das... Ich weiß ja nicht recht. Ha, Schwamm drüber. Puh. Das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Okay, dann fehlt uns jetzt Eiweiß und Kohlenhydrate. Kann ich zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen skeptisch werden. Also, wir müssen jetzt anscheinend Hermes wieder hinkriegen. Da meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Wenn wir jetzt die Karte nehmen und dann hier in die Stechdingens... Was denn? Immer noch kein Feierabend? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt... Noch ist... Was ist, wenn wir das einfach... Was ist, wenn wir die doch einfach umstellen? Können wir die Uhr nicht irgendwo umstellen? Auf den Knopf drücken. Da ist ein Knopf. Ich will auf den Knopf drücken. Was ist, wenn ich jetzt... Warte, in den Bohnen... Den Bohnensack dahin tue. Das wird dadurch auch nicht leckerer. Okay, dann nicht. Kann ich das hier in die Töpfe? Nee. Da
Da auch nicht. Da auch nicht hin. Da auch nicht. Da auch nicht. Da ist ein Ei. Plörrofitz? Das war früher mal mein Lieblingsgetränk. Ich habe mich immer gefragt, wie sie es hinbekommen, dass es im Dunkeln leuchtet. Und dass es sogar beim Urinieren noch leuchtet. Ja, ich glaube, das liegt wohl an... McFett XXL. Meine Lieblingssorte. Oh, sind die einzigen, Pommes, die in Bosos Nasenlöchern stecken bleiben. Mmh, ein Feuerwerk köstlicher Aromen. Altes Frittenfett. Aber hier können wir ja nicht durch, oder? Ich probier's mal. Können wir da hin? Nee, ne? Nee, das geht nicht. Ein Hindernis nach dem anderen. Lalalala, hier sind Knöpfe. Kann man aber nicht draufdrücken. Eine Kerze. Oh, das ist ziemlich witzlos, wenn sie leer ist. Was? Ach, da kann man rein. Ah, hier ist noch eine Konsole. Oh mein Gott. Mineralstoffe, Kohlenhydrate, Wasser, Eiweiß und Fett. Diese Anzeige ist anders, was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Wir haben jetzt alles raus, nur das nicht. Was ist, wenn wir das jetzt irgendwie einschalten? Dann wird der böse? Okay, interessant. Dieses Symbol steht, das heißt also, es sind genug Mineralstoffe für zwei Klone im Tank. Dieses Symbol steht wohl für Kohlenhydrate. Das heißt also, es sind genug Kohlenhydrate für einen Klon im Tank. Dieses Symbol steht wohl für Wasser. Das heißt also, es ist genug Wasser für zwei Klone im Tank. Dieses Symbol steht wohl für Kohlenhydrate. Das heißt also, es ist genug Eiweiß für einen Klon im Tank. Dieses Symbol steht wohl für Fett. Das heißt also, es ist genug Fett für... Okay. Wir können dadurch das Rohr. Oh mein Gott, Vampirschnabeltier-Eier. Okay. Oh oh. Ich weiß nicht. Ein Vampirschnabeltier? Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Schön brav sein. Hörst du? Was ist, wenn ich dir irgendwie Bohnen? Na, mein Kleines, hast du Hunger? Ist ja schon gut. Errungenschaft freigeschaltet. Vampirromantik. Okay, was ist mit Olivenöl? Na, mein Kleines, hast du Hunger? Ich will wahrscheinlich Blut haben, ne? Kann ich denn? Ich brauche dieses Ei. Jetzt geht das schon wieder los. Ja. Ich weiß. Zurück. Die sind da ja irgendwie reingeflogen. Wir müssen eigentlich ja noch den, die Leiche von Hermes finden. Das ist komisch, aber... Na, wo ist denn die hin? Wir haben ja jetzt sozusagen genügend für ein und die sind für zwei. Aber wir brauchen ja noch die Leiche von Hermes. Ich muss jetzt echt mal gerade durchgehen, wo ich ja alles klicken kann. Das hatte ich mir ja alles angeguckt. Okay. Okay, ich kann jetzt eigentlich das nur noch was mit der Konsole machen.
Ah, das bedeutet Rufus. Organon? Hermes. Wenn ich jetzt da drauf... Für ein... Und wie kann ich das jetzt starten? Nee, an dem Hebel ziehen. Ich bin schlau. Warte! No. Bring dich doch jetzt nicht um schon wieder. Nicht! Ich hab doch nicht mehr genügend. Das ist doch zum Mäusemelken. Ich muss... Alter. Ich muss wahrscheinlich... Muss ich das hier nicht irgendwie umstellen? Kann ich die nicht irgendwie umstellen, dass der wieder zusammengebaut wird? Es ist genug Wasser für... Warte, was ist, wenn ich jetzt einfach mal... Ich erstelle jetzt mal einfach mal jemand anders. Ich erstelle jetzt einfach mal jemand anders. Nicht Hermes. Ich mache jetzt einfach mal noch einen Rufus. Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. So, mehr oder weniger. Dann kann ich nur noch ein Organon machen. Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Dann bleibt nur noch Hermes übrig. Das bringt aber nichts. Ich kann noch die... Was ist, wenn ich den jetzt nochmal mache, dann bringt er sich doch eh wieder um. Noch einmal? Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erstmal die alten aufbrauchen. Ah, okay. Nicht! Wie kriege ich das hin, dass er sich nicht... Das ist doch zum Mäusemelken! Das ist doch hier... Wenn ich doch nur wüsste, was der Kerl mit dir vorhatte. Das Spiel ist... Ja, aber wie soll ich den denn aufhalten? Na, der Koch hat jedenfalls schon Fall. Na, der Koch hat... Na, der Koch hat... Was denn? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher... Was denn? Das muss wohl... Wie kann ich den verhindern, dass der da drauf geht? Ich kann ja die auch nicht umbauen. Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Also ich kann jetzt direkt zwei machen. Ich habe eine Idee. Wir machen direkt zwei Hermes und die wollen sich beide umbringen, aber es schafft nur einer, sich umzubringen. Das ist komisch, aber ja. So hatte ich das. So, wir machen gleich zwei. Das passt nämlich von Hermes und Hebel ziehen. Das sollte nicht jetzt klappen, weil da rennt der eine vor und dann ist das Ding zu. So ein Mist! Obwohl. Ich muss drei machen. Halt! Och, Mensch! Die springen in beide.
Okay, ich brauche so viel, dass das für drei reicht. Und dann überlebt einer. Das ist ja jetzt aber... Also was ist, wenn ich das da nochmal reintue? Schon komisch. Die Ölmühle ist möglicherweise das Einzige hier, was nicht geölt werden muss. Hm. Okay. Aber dafür muss ich ja da unten hin. Weil hier habe ich noch Salz und das alles. Wie kriege ich das hin? Ohne... Weil ich kann ja... Meint es aber jemand ernst mit den Über... Der Arbeitsantritt liegt... Und was ist, wenn ich das... Na, der Koch hat jedenfalls schon... Der Koch hat schon Feierabend. Hierüber wird... Und diese Tafel dort zeigt den Füllstand... Sieht so aus... Ein bisschen Öl sollte ich mir aufsparen. Es ist eh nicht... Aber nicht... Warte, wenn der Koch Feierabend... Also bitte. Hier ist ein bisschen mehr Respekt vor dem Wunder des Lebens gefragt. Du bist doch der Koch. Hier gibt es keinen Stechkartenschlitz. Die Daten für die Anzeigen scheinen direkt aus der Maschine zu kommen. Da. Oder da. Muss doch das irgendwie... Na, der Koch hat hier... Zum Glück gibt's sonst, würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen skeptisch. Hä? Was war das? Habt ihr das gelesen, was das da stand? Was stand da nur? Zu dumm, dass ich... Warum sind ausgerechnet die guten Sachen immer unerreichbar? Aber ich kann das auch nicht irgendwie... Noch ist nicht alles... In die Ölmühle? Na, der Koch hat jedenfalls... Also, ich habe echt keine Ahnung. Hier kriege ich ja noch das Ei, aber... Jetzt geht das schon wieder los. Wow, noch mehr Olivenöl. Wenn ich das aber nehme... What? Nicht doch. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Ist ja schon gut. Ich sollte eine Alterskarriere als Ernährungsberater in Betracht ziehen. Ja, wäre nicht schlecht. Naja, ich werde jetzt, glaube ich, wohl noch ein bisschen weiter schauen, wie es hier weitergeht. Und ja, wenn ich dann so circa einen Plan habe, was wir machen könnten, dann werdet ihr das nämlich in der nächsten Folge dann sehen. Ich hoffe, dass ich bis gleich auf irgendwas komme. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge am Morgen wieder. Bis dahin, ciao!